Mir gegenüber sitzt Dr. Bernward Thole. Er ist Mitbegründer vom Spiel des Jahres und auch Gründer des Deutschen Spielearchivs, das ganz lange in Marburg war. Bevor wir anfangen, zum Spiel des Jahres zu kommen und zum Deutschen Spielearchiv, vielleicht erstmal, was war denn Ihre erste Berührung mit dem Spiel? Ja, das war eine etwas unglückliche insofern, als mein Vater partout mir Schach beibringen wollte und eine Art hatte, Schach zu spielen. Ich habe es gehasst. Da kam so sein Arm über das Spielfeld wie ein Damoklesschwert und hat auch erbarmungslos jeden kleinen Fehler genutzt. Und meine Mutter hat das dann auch gemerkt, dass das schief lief. Und wir haben dann zusammen ersatzweise Halma gespielt und haben dann Halma zur Kunst entwickelt, mit den Eröffnungen experimentiert und dem Einspielen und so weiter. Und als wir uns dann stark genug fanden, haben wir dann den Chef des Hauses herausgefordert und haben gesagt, also wir möchten gern mit dir mal Halma spielen. Und hat er dann 14 Tage lang verloren und fand das Halma-Spiel sowas von blöd und unter seiner Würde. Und ja, aber für mich hatte der Vorgang eben den Vorteil, dass meine Mutter mir eigentlich das Spiel bewahrt hat. Und in den Kriegszeiten hat sie Spielmaterial besorgt aus Beilagen von Zeitungen. Es gab ja auch nicht viele Spiele. Und so hatte ich dann eigentlich so eine ganz gute Erziehung zum Spiel. Das heißt eigentlich, für mich war das ein Lebenselixier. Wenn Sie sagen, damals zu Kriegszeiten gab es auch nicht viel Spiele, haben Sie dann auch selber Spiele gebastelt aus den vorhandenen Dingen und eher so freies Spiel gespielt? Freies Spiel schon. Also darüber wollen wir aber lieber nicht reden, denn das war zum Teil recht kriminell. Es war ja dann auch die Wirren des Kriegs und dann der Nachkriegszeit, wo wir dann schon ein paar Spiele gemacht haben mit Panzerfäusten und die verkaufen wollten in der Oberstadt und ähnliches mit meinem älteren Bruder. Also das wollen wir lieber ausklammern, aber trotzdem, es war gemessen an dem, was wir heute haben, an 400, 500, 600 Neuerscheinungen, Import, Export auch, ne? Das gab es damals nicht. Das gab es nicht. Das gab es erst so in den 60er, 70er Jahren, als Eugen Oker zum Beispiel sein Buch, ein Buch schrieb und dann die Spielekolumnen in der Zeit. Das hat viel bewirkt und hat auch uns dann auch viel, den Verlagen viele Impulse gegeben. Nicht? Und das war für uns Spieler schon wichtig damals, für Spielbegeisterte. Sie spielen ja nicht nur Spiele, sondern haben sozusagen ihr ganzes Leben dem Spiel gewidmet, auf unterschiedlichen Ebenen. Was fasziniert Sie denn so an Spielen? Spiel ist ein Medium, bei dem man, das ist für mich ganz wichtig, Menschen begegnet, unterschiedlichen Menschen, bei denen man auch Autoren begegnet, bei denen man Spielerlebnisse für sich selbst gewinnt. Ich denke jetzt gerade spontan an eine Doppelkopfpartie, wo wir 30 angesagt, Contra, Reh, Sub und Hirsch und der Verlierer dann 29, hoch in den 29 war. Ja, das sind solche Spielerlebnisse inselartig, die man dann erlebt beim Spiel und dann wieder andere Kleinveranstaltungen, Begegnungen mit den Kindern im Spiel, aber auch, ich habe unendlich viele auf Messen und so weiter Spielveranstaltungen gemacht. Der Rekord war in Goldsmars an der Flensburger Außenförde mit 80, 90 Kindern, wo die Eltern die Kinder reingeschickt haben und sich einen schönen Abend machten und wir eigentlich angekündigt hatten, wir wollten Eltern und Kinder gemeinsam zum Spielen einladen. Naja, und ich habe dann nachher an der Tür gestanden und habe dann die Eltern verhaftet, die ihr Kind da aufnehmen wollten um 10, halb elf und habe gesagt, nee, also die spielen jetzt und das will ich nicht unterbrechen und dann bitteschön kommen Sie, setzen sich mit an den Tisch und dann haben wir bis zwei, halb drei gespielt und waren am nächsten Tag in dem riesigen Dorf, es sind immer 80 Ferienhäuser, dann waren wir Tagesgespräch. Das fand ich toll, das war auch ein Erlebnis, ein Sieg für das Spiel in der Familie, da ging es mir auch sehr drum. Sie haben jetzt gerade eben schon Eugen Oger erwähnt, der hat in der Zeit angefangen, Spielerezensionen zu schreiben und hat Sie dann auch zur Frankfurter Rundschau gebracht. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich habe eine Zeit angefangen. Irgendwo muss man ja anfangen. Und ich wollte eigentlich ursprünglich Theaterrezensionen schreiben, aber habe gerne diese Okerschen Rezensionen gelesen, die dann irgendwann mal ausblieben. Und das fand ich eigentlich schade. Und dann habe ich gedacht, was der kann, kann ich auch. Und habe dann eine Rezension geschrieben über Heine Taschenbücher. Das erinnere ich mich noch wie heute. Das war also der aktuelle Anlass. Und das fand ich auch ganz gut. Das braucht man. Habe ich so in meinen Seminaren meinen Studenten immer verkündet in der Medienwissenschaft. Und ja, dann habe ich meine erste Rezension dort veröffentlicht. Und dann dachte ich, das ist, der Ofen ist heiß, schreib's gleich die nächste. Ist auch veröffentlicht worden. Und dann rief mich Eugen Oker an, wir müssen uns dringend mal unterhalten und begegnen. Und er würde gerne mit mir zusammenarbeiten. Und ob ich denn bei der Frankfurter Rundschau, hat er eine neue Kolumne aufgebaut, ob ich da mitmachen wollte. Oker war so damals der große Spielepapst. Und der war also Spieleerfinder, Spieler, Designer. Ach, der hat rund um das Spiel alles gemacht. Und ja, von dem berufen zu werden, das war schon eine höhere Weihe. Und dann bin ich halt da hängen geblieben. Ja, 25 Jahre, insgesamt 30 Jahre habe ich bei der Frankfurter Rundschau Spiele rezensiert. Ja. Sie kennen ja Eugen Oker auch persönlich oder haben ihn persönlich gekannt. Was war das für ein Mensch? Er war in erster Linie ein uriger Spieler. Also wenn der mal so bei einer richtigen Gelegenheit, wo er einen rausschmeißen konnte, eine 6 gewürfelt hat, das hat man in seinem Leben nicht vergessen. Das war dann so ein Ausbruch seines bajuwarischen Temperaments, da bebte die Erde. Und der brachte zu dem Spiel auch wieder eine neue Komponente, nämlich für mich den Spieler. Einfach seine Art zu spielen und dann eben mit Messer und Gabeln und leibhaftig und mit dem ganzen Körper, aber auch dann auch mit Köpfchen und alles zusammen. Und der war da ganz Mensch, wo er gespielt hat. Und das fand ich toll. Sie haben ja zusammen mit Eugen Oker und mit Tom Wernick so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, was Spielerezensionen angeht. Ja. Können Sie vielleicht einfach noch ein bisschen von der Zeit damals erzählen, was für einen Stellenwert hatten Spiele damals in Redaktionen oder auch in der Gesellschaft? Ja, es war eine Aufbruchstimmung, auch letzten Endes angestoßen durch Eugen Oker. Und es gab viele Zeitungen, die das auch mal das Wagnis eingegangen sind, Spielekolumnen einzurichten. Nur die hatten alle kein langes Leben. Warum? Ich maße mir da kein Urteil an, aber viele sogenannten Rezensionen waren eigentlich Nacherzählungen von Spielabläufen und so weiter. Und da konnte ich keinen begeistern. Es ist schon schwierig, eine Spielregel zu lesen, ja, aber dann noch eine gelesene Spielregel noch mal neu reduziert mit vielen Löchern inhalieren zu müssen, das macht keinem Spaß. Und mir ist es gerade so in Abwehr dieser Tendenz mal gelungen bei Sissi Mizi von Alex Randolph, so ein Spiel um Ameisen, ja, dann dies zu schildern, was da los ist und so weiter, in einem Ameisenhaufenstock und wie die dann so leben und wie sie miteinander verkehren und wo eine Königin ist und wie das soziale Leben im Ameisenhaufen ist und so weiter. Und zum Schluss habe ich dann irgendwann fiel mir auf, ich hatte eigentlich von dem Spiel gar nichts geschrieben und habe dann im letzten Absatz habe ich dann geschrieben, und wenn Sie erfahren wollen, wie Ameisen so im Leben, welche Schwierigkeiten sie haben, dann kaufen sie sich dieses Spiel, Sissimissi, da erleben sie das. Ja. Und da hatte ich auch noch ein zweites Urerlebnis dabei. Ich hatte geschrieben, dass Sissimissi, ich war da vorsichtig, denn Alex Randolph hat uns Kritiker oft an der Nase rumgeführt, wäre in einem der zahlreichen afrikanischen Dialekte die Bezeichnung für Ameisen. Daraufhin bekam ich zwei Leserzuschriften, die waren so konträr, das war schon toll. Also der erste war eine Afrikanistin aus Köln, die mir bescheinigt hat, dass ich ein Ignorant größter Güte wäre, denn es gibt keine Dialekte, sondern es gibt über 200 Sprachen, eigenständige Sprachen in Ägypten. So.
Ja, ich fand mich schon ein bisschen doof bei. Also irgendwie wurde ich da gemaßregelt. Und dann kam der Nächste, der hat mich wieder aufgebaut. Also sie hätte jetzt 7 Jahre in Afrika gelebt. Und es wäre ein ständiger Kampf gewesen gegen die Ameisen. Und sie hätte den immer verloren. Und die wären immer wieder da gewesen, wo sie nicht hinhaben wollte und so weiter. Und jetzt hätte sie das Spiel und könnte den Ameisen mal hinzeigen, wo der Weg lang geht. Das war so nett geschrieben. Der hat mich dann wieder aufgebaut. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, wie eine Spielerezension, eine gute Spielerezension für Sie nicht sein soll, nämlich eine Regelerklärung, Nacherzählung. Nacherzählung. Ja. Das sollte sie nicht sein. Sie haben jetzt an einem Beispiel gesagt, wie Sie eine für sich gelungene Rezension geschrieben haben. Vielleicht nochmal allgemein gesprochen. Was macht für Sie eine gute Spielerezension aus? Ein gutes Spiel soll zunächst einmal Spaß machen. Es soll ja einen auch so die Tagsnöte und so weiter vergessen machen, in eine andere Welt versetzen. Es soll auch eine Herausforderung an die kleinen grauen Zellen beinhalten durch eine originelle Spielidee oder eine originelle Variation einer Spielidee, die dann wieder neue Faszinationen ausstrahlen. Und dann möchte ich auch nicht unbedingt mit Regeln rumkämpfen müssen. Die Regelgestaltung ist sehr, sehr wichtig für ein Spiel, was den Zugang des Spiels angeht, den Zugang zu dem Spiel. Und da gibt es also gnadenlose Fehler, die man also furchtbar, da überläuft sein. Zum Beispiel auch innerhalb der Regel grafischer Erläuterungen. Ich kann viel, viel Text sparen durch eine einzelne Grafik, die dann ganze Romane ersetzt und unter Umständen auch quer zum Text steht. Und wenn man sich fragt, ja, wer hat jetzt recht? Hat der Autor das gemeint, was der Grafiker darstellt, oder hat er gemeint, was er geschrieben hat? Ja. Also das sind so Sachen, wo Grafik und Design und Spielregel und Spiel ineinander greifen. Und dann ergibt es das Gesamtkunstwerk Spiel. Wenn es alles hundertprozentig ist. Ist selten, aber man erlebt es schon mal. Als Spielerezensent haben Sie ja wahrscheinlich auch unheimlich viele Spiele bekommen. War das auch die Zeit, als Sie angefangen haben, Spiele zu sammeln? Ich habe erst Spiele gesammelt und dann habe ich Spiele bekommen. Und habe auch schon relativ früh gedacht, dass andere an meinem Spieleschatz doch teilnehmen müssten. Es nahm dann auch zu Hause Formen an, die dann meine Frau etwas irritierten. Denn wo sie vorher Wäsche entnommen hat, gewaschene Wäsche wieder deponieren wollte, waren das schon Spiele, die den Platz in Anspruch genommen hatten. Und irgendwann gab es dann zunehmend Reibungen. Gott sei Dank war sie auch spielbegeistert und tolerant. Aber irgendwann, das habe ich dann noch zugegeben, nahm das überhand. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen hier mit dem Kulturamt. Wir hatten einen wahnsinnig guten Kulturreferenten, Armin Klein, der jetzt Professor für Kulturmanagement in Ludwigsburg ist. Er hat mir dann Räume verschafft und dann war die Geburtsstunde des Deutschen Spielearchivs. Wann wurde denn das Spielearchiv geboren und wo genau? Es wurde in Marburg geboren, das Deutsche Spielearchiv, 1983. Ich hatte Probleme, die Spiele zu Hause noch irgendwo unterzubringen und dann Kontakt mit dem Kulturamt aufgenommen, mit der Idee, ein solches Archiv zu gründen, auch im Zusammenhang mit Spiel des Jahres. Mir ging es darum, auch so ein Kompetenzzentrum zu schaffen, wo man dann eben zum Beispiel die Frage, die vorhin angesprochene Frage der Spielregelgestaltung, dann exemplarisch dokumentiert und dann eben auch die Originalität der Spielidee nachweisen kann und so weiter. Das kann man nur, wenn man einen Fundus hat und systematische Dokumentation der Spielentwicklung nach 1945 gab es damals nicht. Ja, es war immer ein Appendix bei irgendeinem Spielzeugmuseum oder so, aber halt nur ein Appendix und nicht im Mittelpunkt, so wie ich das für mein Spielarchiv damals machen wollte. Nicht? War denn von Anfang an, oder war es von Anfang an auch der Fall, dass nicht nur Spiele gesammelt wurden, sondern auch Literatur über Spiele?
Ich habe immer einen Blick gehabt, die gesamte mediale Dokumentation. Das heißt also, ich habe nicht nur Spiele gesammelt, sondern auch Spielliteratur, Zeitungen, Rezensionen und so weiter. Also als ich dann das Spielearchiv in Richtung Nürnberg entließ, waren das 6 fette Möbelwagen mit 6 fetten Anhängern. Und da war unter anderem auch ein Zettelarchiv zum Beispiel, wo einzelne Dokumentationen abgelegt waren. Dann ein Rezensionsarchiv, wo die wichtigsten Spielekolumnen dokumentiert waren, das heißt also systematisch gesammelt waren. Und dann eben Fachliteratur über Spiele. Das gehörte für mich alles dazu. Vielleicht, weil ich Literaturwissenschaftler oder Theaterwissenschaftler war, von daher eben dieser komplexe Zugriff. Nochmal zu den Anfängen des Spielearchivs. Für alle, die nicht dabei waren und das nicht kennen, können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, wie sah das aus? Wie darf man sich das vorstellen? Ja, das ist eine schwierige Frage, das ist, weil es einfach gewachsen ist. Ja. Es ging mir darum, als dann die Idee eines Archivs, nicht nur einer Ablage von Spielen, sondern eines Archivs zur Diskussion stand, dann auch eine Klassifikation der Ablage zu gewinnen. Das heißt also, man sollte ja auch, wenn man nach einer Spielidee, die zum Beispiel eine Stadtzielgrundlage hat, sollte man auch wissen, wo gucke ich jetzt nach. Ich hätte andere Systematiken nehmen können, wie Verlagsgeschichte, also Verlage nach Verlagen ordnen. Oder es gab ein Archiv, habe ich gesehen, in den USA, der hat das nach Schachtelgrößen geordnet. Das bedingt aber auch eine Systematik, ergänzende Systematik über einen Riesenapparat. Und ich denke nach wie vor, dass die Klassifikation eine wichtige Systematik war, die allen geholfen hat, sowohl dem Spielpädagogen als auch dem einfach Spielinteressierten als auch den Spielautoren. Und wenn jemand dann ein Spiel erfunden hat, sagen wir mal, wo der Würfel zentrale Grundlage war, dann hatte er einen Bereich, wo er nachschauen konnte. Ging das aber über den Würfel hinaus, nehmen wir mal Monopoly, wo der Würfel ja nur Spielaccessoire ist und nicht formkonstituierend, dann hatte er den Bereich, der, ja, ich bin jetzt vorsichtig, weil der Begriff belastet ist. Das sind Spiele, die also eine Story, einen Hintergrund haben, Wirtschaft oder die alten Rittersleute oder sowas, wo also das Szenario formkonstituierend ist. Also Rollenspiel. Ach so, Rollenspiel, okay. In dem Moment jaulen alle Rollenspieler auf und sagen, Gottes Willen, das ist doch... Nein, der Begriff ist älter als das Rollenspiel. Also die Rollenspieler haben auch den Begriff übernommen. Ja, der ist älter und das konnte ich nachweisen. Insofern ist das auch etwas verstummt, dieser Vorwurf. Das wird ja unheimlich viel Arbeit gewesen sein. Ich sag mal, es ist ja nicht damit getan, dass man die Spiele ins Regal stellt, sondern man muss die ja auch wahrscheinlich damals noch in den Zettelkatalog eintragen. Inventarisieren, dokumentieren, das heißt also mit Autorenangabe, dass ich dann eben auch über den Computer, der war ja dann sehr hilfreich, recherchieren kann, was hat der Autor XY an Spielen erfunden. Das ging dann sehr einfach. Auch bestimmte Dinge konnte man zusätzlich vermerken. Wenn, also sagen wir mal, wir sprachen ja von einem Regelwerk, wenn eine bestimmte Regel exzellent ist, konnte ich das dann in dem Anmerkungsteil dann auch signieren und so. Das ist eine Sache. Wir haben ein Formular entwickelt, das richtig komplex ist und das auch immer wieder bearbeitet wurde. Das heißt, wir haben Dinge rausgenommen, die nicht interessant waren, die nicht abgefragt wurden. Wir haben neue Gegenstände eingeführt, die bis dahin nicht berücksichtigt waren. Und also zum Beispiel die Frage der Neuauflagen und so etwas. Wann ist ein Spiel verändert oder in Toto neu aufgelegt worden? Das war
am Anfang erst mal in den 80er Jahren noch uninteressant. Aber später kamen dann schon die Varianten und der Ergänzungssets und so weiter. Da musste man wieder Felder einbauen, die das berücksichtigen und dann hilfreich waren bei der Recherche. Sie haben jetzt eben schon angesprochen, dass Sie mit der Gründung des Deutschen Spielearchivs auch eine Art Kompetenzzentrum gründen wollten und dass das ja auch anfangs eng verwoben war mit dem Verein Spiel des Jahres. Bevor wir da auf die Zusammenarbeit kommen, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Sie sind ja auch Gründungsmitglied vom Spiel des Jahres. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass der heute weltweit wichtigste Kritikerpreis gegründet wurde? Also die Zeit vor der Einführung und der Finanzierung über das Logo gestaltete sich so, dass jedes Mitglied seinen Beitrag leistete, aber ansonsten blieben die Kosten mehr oder weniger auch beim Spielarchiv an mir hängen. Und das hatte ein jähes Ende, als meine Frau an Multiple Sklerose erkrankte. Wir hatten in der Zeit dann einen Zuschuss von dem Familienministerium. Das waren 2.750 Euro. Ich kann auch den Betrag nennen. Und einen Zuschuss von der Stadt Essen in gleicher Höhe. Und damit, das war aber schon ausgegeben, wenn die Preisverleihung über die Bühne gegangen war. Das heißt also, auch von den 50 Mark, waren das ja damals noch, konnte man kein Archiv aufbauen, sondern die Kosten blieben dann bei mir hängen. Es gab ja damals auch noch eine Unterstützung von der Fachgruppe Spiel, die ja jetzt heißt Spieleverein. Ja, aber auch nur zeitweise auch hier. Die Unterstützung durch die Jury war auch nur zeitweise und wurde dann aufgekündigt. Und ich habe es nie ganz verstanden, denn was ich eigentlich im Blick hatte, war keine private Geschichte. Das wurde mir immer irgendwo angelastet. Bernwarts Archiv war so ein Argument. Nein, ich wollte ein Kompetenzzentrum für das Spiel haben, aus dem dann die Jury ihre Arbeit heraus perfekt gestalten konnte, dadurch, dass eben Fragen der Recherche, Fragen der Entwicklung einer Spielidee und so weiter vor Ort nachgegangen werden konnte, nicht? Und das war für mich eine wichtige Sache. Nun auch wieder bedingt wahrscheinlich durch meine wissenschaftliche Gegenwart damals und heutige Vergangenheit, dass ich eben da sehr systematisch und gründlich vorgegangen bin. Ein Vorbild war für mich auch noch das Jugendbuchinstitut, auch affin zu der Mainzer Universität, aber ein eigenständiges Institut und vergab damals den Jugendbuchpreis. Es gab ja im Jahr 2001 auch ein paar Rücktritte, da sind ja drei Personen aus der Jury ausgetreten, unter anderem. Ein Grund war ja angeblich die enge Verquickung zwischen Spielearchiv und Spiel des Jahres, die diesen Personen nicht gefallen hat. Dass diese Kritik können Sie bis heute nicht nachvollziehen? Ich kann sie insofern nicht nachvollziehen, als ich dann die jetzige Situation sehe, wo wichtige Recherchearbeiten nicht geleistet werden können, weil eben eine solche Institution fehlt. Ein Kompetenzzentrum, aus dem man dann begründet Recherche heraus entwickeln konnte. Und gut, das ist eine andere Ansicht. Es gibt Leute, die leben lieber von der Hand in den Mund und aufgrund ihrer Genialität. Ich habe meiner Genialität immer misstraut und habe dann immer gesehen, dass ich mir dann auch ein solches Kompetenzzentrum war für mich immer wünschenswert. Nicht für mich persönlich, denn was wollte ich damit? Ich hatte einen guten Namen, einen sehr guten Namen. Ich war schon jemand, brauchte also nicht noch die Kompetenz eines hauseigenen Archivs. Das hat mich nicht interessiert, sondern ich wollte für die Jury diese Institution aufbauen. Es gab Leute, die haben das verstanden, die haben mich unterstützt. Es gab auch Leute, die das bekämpft haben, weil sie es nicht verstanden haben, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber es hat sich nur so entwickelt und da jetzt nur einen Kaffeesatz in der Vergangenheit zu lesen,
Das Archiv ist in Nürnberg. Es ist so wertvoll, dass die Messe es mit namhaften Beträgen unterstützt. Und es hat so auch seine Funktion gesichert. Und insofern ist auch dieses, mein fünftes Kind, jetzt in sicheren Händen. Und eine gute Entwicklung ist da angestoßen. Und da bin ich auch zufrieden. Okay, nur noch eine Nachfrage zu dem Thema. Ein Vorwurf war ja auch, oder das heißt ein Vorwurf, die Jurymitglieder, die damals ausgetreten sind, hatten ja auch so ein bisschen die Sorge um die Unabhängigkeit, weil sie, so haben sie argumentiert, beziehungsweise so habe ich das verstanden, gesagt haben, naja, wenn wir als Verein das Spielearchiv mit einer Summe X unterstützen müssen pro Jahr und das quasi fest eingeplant ist, dann könnte man der Jury den Vorwurf machen, dass wir eher aus finanziellen Gründen bestimmte Spiele wählen, nominieren, weil wir wissen, dadurch fließen halt höhere Lizenzeinnahmen, als wenn wir tatsächlich das Spiel, das wir am preiswürdigsten erachten, nominieren. Zunächst einmal, 15 Jahre habe ich das selber getragen. Und ich bin kein Größeres, bin auch nicht mit einem großen Aufwand finanzieller Ausstattung vielmehr ins Leben gegangen. Also so teuer war dieses Archiv nicht. Und dass da nun jetzt Preisvergaben und so weiter nach ausgerichtet wurden. Ich weiß nicht, was die Leute da getrieben hat. Ich will auch nicht mehr darüber philosophieren. Ich kann nur aus heutiger Sicht sagen, sie haben manches nicht verstanden. Okay, wir sind jetzt relativ schnell in der Geschichte des Spiels des Jahres nach vorne gesprungen. Ja. Vielleicht noch mal zu diesen Anfangstagen, wie das tatsächlich entstanden ist. Vielleicht können Sie dann noch mal aus Ihrer Sicht erzählen, wie das aus diesem Journalistentreff heraus zu dieser Preis, diesem Preis gekommen ist. Es war, es gibt eine Variante, bei der ein bestimmter Mensch dieses Spiel des Jahres erfunden hat. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich war nicht dabei. Aber ich war dabei, als wir sowohl in Nürnberg als auch dann am Kamin von Erwin, von Tom Berneck über dieses Thema immer wieder gesprochen haben, sodass es dann irgendwann mal umgesetzt wurde. Ich hatte damals immer wieder, wurde ich von der Fachgruppe Spiel eingeladen, bei bestimmten Diskussionsrunden mitzumachen. Da gab es einen Ministerialdirektor aus dem Familienministerium, der mit, wir trafen uns immer wieder bei allen möglichen, der rituellen Antikriegsspielzeug-Diskussionen vor Weihnachten und so weiter und hatten so einen ganz guten Arbeitskontakt. Und bei einer Diskussionspause habe ich ihn mal angesprochen, ob er sich da so vorstellen könnte, dass wir mal einen Spielepreis machen als Familienpreis, als für Familienspiele und ob da seine Chefin da mitspielen würde. Und da war er sofort begeistert und sagte, also wenn ich nach Bonn komme, werde ich das gleich auf die Tagesordnung setzen und Sie können jetzt schon planen, wir machen das, wir unterstützen das. Und das waren diese 2750 Euro, die wir bekamen und da Anke Huber, die damalige Familienministerin aus Essen kam, hatte sie gewünscht. Aus ökonomischen Gründen war ihr Wunsch, die Preisverleihung in Essen zu machen. Mir war das Recht insofern, als es da eine Volkshochschule gab, es war schon das Ambiente von mir sympathisch und die Preisverleihung dann durch die Stadt auch unterstützt wurde. Und so ist das dann entstanden. Das heißt, wir haben in der Volkshochschule einen Familienspielabend ganz klein gemacht am Anfang, ja. Und eingebettet in diesen Familienspielabend wurde dann irgendwann, gab es eine Unterbrechung. Und dann hat Frau Huber dann die Urkunden überreicht und dann wurde weitergespielt. So war auch, so habe ich das auch als ideal angesehen. Und das lief so auch eine ganze Zeit. Das erste Spiel des Jahres wurde ja 1979 geführt, Hase und Igel.
Obwohl, so ganz stimmt das ja gar nicht, denn 1978 gab es ja schon mal einen Probedurchlauf. Was hat es denn damit auf sich? Wir wollten ja unser, was heißt, ganz stimmt das nicht? Nein, wir haben ja, das Spiel des Jahres war das damals nicht, sondern wir haben es Preis der deutschen Spielekritik oder sowas haben wir es, war ziemlich geschwollen. Ich kann das aber dokumentieren, wir haben das nebenan zentimeterweise die Akten und so weiter liegen. Das war ein Probelauf, um zu sehen, wie ist das mit den Kriterien, wie ist das mit den Punktvergabe und so weiter. Da war übrigens auch Regelgestaltung und so weiter einer der Punkte, die beurteilt werden mussten, ja, um dann eine Gesamtpunktzahl zu ergeben. Früher war ja auch das Wahlverfahren noch ein bisschen anders und auch die Klausurtagung, so wie wir sie heute kennen, am Abend am Vorabend der Preisverleihung. Ja. Gab es ja da noch nicht. Wie war das denn früher? Wir haben auf Messen und so weiter ja immer wieder uns getroffen, egal wo. Ja. Ich habe auch praktisch fast auf jeder größeren Messe vom Spielearchiv dann aus eine Spielfläche für Spiel des Jahres gestaltet und mit Mitarbeitern besetzt, sodass wir da immer auch sichtbar wurden als Preis. Ja. Das gab dann auch wieder Diskussionsebenen, wo wir uns getroffen haben und so weiter. Also wir waren da eigentlich immer im Gespräch, auch jetzt in der täglichen Arbeit. Denn man muss davon ausgehen, diese Juryarbeit ist ja nicht eine Geschichte, wo Leute dann so feuchtfröhlich sagen, das ist das Spiel des Jahres, sondern das Resultat einer ganzjährigen Rezension. Rezensionstätigkeit. Das heißt also, Bedingung für die Mitarbeit war, über einen längeren Zeitraum über Spiele in den öffentlichen Medien geschrieben zu haben. Weg vom Spiel des Jahres, nochmal hin zum Spielearchiv. Das Spielearchiv war ja dann auch noch eine Zeit lang Geschäftsstelle des Spiel des Jahres, aber es war natürlich auch zugänglich für die Öffentlichkeit. Also was hat, wie kann man sich die Arbeit des Archivs zu der damaligen Zeit vorstellen? Wir hatten ja auch für die Publikumsarbeit und so weiter und dann auch für die Recherche Arbeitsräume, auch für die Jurytagungen Arbeitsräume eingerichtet. Jetzt nicht hier, das war dann ziemlich beengt auf der Ketzerbach, sondern wir haben dann neue Räume dazu gemietet und hatten dann eine Arbeitsfläche von ungefähr 800 Quadratmeter. Und das konnte man sich so vorstellen, dass entweder telefonisch ein Termin vereinbart wurde oder zu bestimmten Öffnungszeiten man jederzeit jemanden angetroffen hat. Ja. Gab es denn auch öffentliche Spieleabende? Ja, natürlich. Die habe ich schon. Öffentliche Spielveranstaltungen jetzt nicht nur auf der Ebene des Archivs, sondern auch außerhalb, gehörte zum Programm des Archivs. Auch zum meinem Programm als Spielekritiker. Ich habe immer wieder wechselndes Publikum gesucht. Ich habe also Spielveranstaltungen gemacht in Kindergärten und in Altersheimen. Ich habe Spielveranstaltungen gemacht in Godsmars, einem Dorf für kinderreiche Familien. Ich habe auf Messen, also ich habe immer wieder neue Kontakte, Spielkontakte gesucht, um einfach auch auszumessen, wie weit trägt ein Spiel, welche Zielgruppen kann ich damit beglücken, während also andere gesagt, das Spiel macht mir toll Laune, habe ich mir dann gleichzeitig auch überlegt, mit wem kann ich das spielen von meiner Klientel, also von der Wiege bis zur Bahre. Akademiker haben wir hier, wir haben ein sehr gemischtes Publikum. Es ist seit 1983 gibt es diese regelmäßigen Spielabende, ja, auch hier vor Ort. Dann allerdings auch Spielveranstaltungen in der Stadtbibliothek und wo auch immer. Sie haben mit dem Spielearchiv ja nicht nur das Spielen in den öffentlichen Raum gebracht, sondern haben auch das Spiel in der Wissenschaft so ein bisschen vorangebracht und gefördert. Wie denn?
Ja, da musste ich vorsichtig sein, denn ich hatte gleichzeitig medienwissenschaftliche Lehrveranstaltungen, habe dann aber in einem fremden Fachbereich, der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Fachbereich 3, an der Uni in Marburg einen Lehrauftrag beantragt und bekommen, Spiel als Ausdruck und Medium der Kultur. Da ging es um Spielgeschichte und so weiter, um die mediale Funktion von Spiel. Damit war auch eine Brücke zu der Medienwissenschaft, wo mein Hauptwohnsitz war als Wissenschaftler, geschlagen. Und dann musste meine Tontechnik, Videotechnik jemand anders machen, einen Tontechniker, den ich mit meinem Material dann versorgt habe. Aber ich habe dann jedes Semester neu eine Veranstaltung gemacht. Dann museumspädagogische Veranstaltungen, die sehr viel Spaß gemacht haben, wo ich also ein Thema gesetzt habe, Krieg im Spiel, Spiel im Krieg. Da haben wir also erarbeitet, was vor, während und nach den beiden Weltkriegen gespielt wurde und haben daraus eine Ausstellung gemacht. Eine weitere, da habe ich dann mich 3 Jahre von erholt. Wissen Sie, wenn man da so 25, nee, ich habe es mit 15 Teilnehmern angekündigt und 32 waren es dann. Die habe ich dann gedrückt auf 25, aber die blieben. Und mit 25 Leuten eine Ausstellung zu kreieren, von denen keiner je eine Ausstellung gemacht hat, aber genau wusste, wie man Ausstellungen macht. Das war, da habe ich mir schon ein Plätzchen im Himmel verdient, so in der ersten Reihe. Aber das nächste Thema war dann, nachdem ich mich also 3 Jahre erholt habe, der Weg in die ökologische Krise nach 45. Das war so ein Arbeitsschwerpunkt. Man konnte sich auch noch weiterführen, aber das war dann auch das Ergiebigere, diese Einschränkung. Und das war dann auch hochinteressant. Da haben wir festgestellt, bei einem Ravensburger Anglerspiel gab es eine Fabrik mit einem riesen Ausflussrohr und danach schwammen sämtliche Fische dann bäuchlings mit silbernen Bäuchlein nach. Von dann, ja, das war also für uns und für mich auch eine Entdeckung, dass so früh schon ein ökologisches Bewusstsein da war, ein Bewusstsein für eine gefährdete Natur. Nicht? Und mit beiden Ausstellungen sind wir also bis nach Wien runtergefahren und haben die überall gezeigt. Und sowohl ich als auch die Studenten, oder sowohl die Studenten als auch ich, wir haben viel dabei gelernt. Auch wenn wir andere Räume zu bespielen hatten, also auszustellen hatten und so weiter. Sie haben vor einigen Jahren mal gesagt im Interview, die Kultur- und Sozialgeschichte des Spiels ist immer noch nicht geschrieben. Wir befinden uns da streng genommen in der Phase der Jäger und Sammler. Richtig. Gilt das immer noch? Das gilt immer noch und hängt ja auch damit zusammen. Einmal auf der spielpraktischen Ebene, dass ich also immer wieder sehe. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor 2 Jahren in Mölln, in einem riesigen Senioren-Silo und dann auch in Aumühle und in Hamburg Spielnachmittage gemacht mit alten Leuten unter der Bedingung, dass ihre Kinder und Kindeskinder dabei sind. Also Spiel als Brücke zwischen den Generationen, da sind wir mitten beim Thema. Ja, dass man da auch Traditionen schafft, dass man da auch jetzt nicht einer Entwicklung gegensteuert, die wir heute beobachten können, dass sich Spielinseln separieren, aber das intergenerative Spiel, das Spiel über die Generationen hinweg immer weiter zurückgeht unter diesen Bedingungen, bei den Vielspielern, bei den Kennerspielern. Und ich habe dann auch gleichzeitig erlebt, dass in den Altersheimen zunehmend auch ausländische Mitbürger waren und die sich wahnsinnig gefreut haben, dass dann ihre Kinder, dann Kindeskinder, Enkelkinder ins Altersheim kamen und ich dann mit denen gespielt habe. Hier war in der Kinderklinik, in der ich auch dann, es gibt also keinen Raum, der vor mir sicher war, was also meine Missionarstätigkeit angeht, habe ich in der Kinderklinik mit Unterstützung des
Arztes, der ärztlichen Leitung, dann solche Spielveranstaltungen machen. Gerade fiel mir ein, war ein türkisches Ehepaar. Und der Junge, der war also total verkneuzt und der war total neben, wie sagen wir in Marburg, neben der Kap. Und den habe ich dann zum Spielen rausgefordert. Und dann hat die Oma plötzlich mit eingegriffen, die kann diese Tradition überhaupt nicht. Dass Eltern mit ihren Kindern spielen, war ihnen völlig unbekannt. Und sie kam dann, die Mutter kam dann nachher auf mich zu und sagt, also ich hätte jetzt erlebt, wie ihr Junge derart aufgeblüht war, dass sie ganz begeistert war und sagt, gibt es denn noch mehr so Spiele, wo ich mit ihm spielen kann? Nochmal zurück zum Spiel in der Wissenschaft. Ja. Warum hat denn das Spiel es in der Wissenschaft so schwer? Also Literaturwissenschaft kennt jeder, Musikwissenschaft kennt jeder, Theaterwissenschaft auch, Spielwissenschaft gibt es zwar auch, wissen wir, aber wissen die wenigsten. Ja, das ist aber Basisarbeit, die man da leisten muss. Man könnte das Spiel natürlich als die faszinierendste Nebensächlichkeit, ich weiß nicht, irgendjemand hat das, glaube ich, schon von sich gegeben, der Welt bezeichnen, ist es auch. Und mit Nebensächlichkeiten, bis die Gegenstand einer Wissenschaft werden, das braucht seine Zeit. In der Theaterwissenschaft war es ja auch so. Als wir damals mit Theaterwissenschaft angefangen haben, gab es Inseln in München, es gab eine Insel in Köln, eine Insel in Berlin und mit Marburg war es das auch schon. Und die Beschäftigung mit dem Theater ist dann heute weltweit doch schon irgendwo ein bisschen breiter angelegt. Und so gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass man, aber das muss dann auch seriös unterfüttert sein. Das darf nicht auf Bauchgefühl beruhen, sondern das war ja meine Absicht mit der Gründung des Archivs, so eine Materialebene erstmal zu schaffen, um dann in der Vision, in der weiteren Entwicklung so etwas möglich zu machen. Sie haben Aufbauarbeit geleistet mit dem Archiv, aber dann war ja plötzlich auf einmal die Zukunft ganz schön in der Schwebe. Wann war das und wieso und was ist da passiert? Das war eine rein finanzielle Situation. Meine Frau wurde Schwerstpflegefall und damit war es bei drei Kindern noch im Studium, war es Schicht im Karton und ich habe mich dann umgesehen, umgehört und bekam auch von Spiel des Jahres dann auch kein Geld mehr. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit allen möglichen Einrichtungen, auch mit der Stadt Marburg. Ich hatte hier auch mal so eine Modellvorstellung. Wir haben hier so einen alten Lokschuppen und den wollte ich mal zu einem Spiele-Labyrinth, da gibt es auch ein schönes Exposé, von dem Modelleisenbahnern wollte ich anbringen. Also jetzt nicht nur bezogen auf Board- und Table-Games, sondern eben auch auf einige andere Bereiche des Spiels, dass wir dann in diesem Lokschuppen so ein multikulturelles Labyrinth aufbauen. Und das ist eine schöne Idee, aber die Finanzierung war. Ich hatte damit gerechnet, dass unter Umständen der Pol, der hier so der reichste Mann ist vor Ort, dass er da mitzieht, aber an dem bin ich nie rangekommen. Das heißt, Sie haben Geld benötigt für das Spielearchiv, das nicht mehr da war und haben neue. Ja, ich habe ich Schulden gemacht. Aber nicht so knapp, die habe ich ja immer noch. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch, ich hatte ja auch viel breites Engagement auf der Messe in Nürnberg über Jahre. Ich habe das Spielecafé dort kreiert und durchgezogen und. Und ich hatte dadurch auch einen guten Arbeitskontakt mit KIK, dem Messedirektor, und dann auch seine Unterstützung, was die Kooperation mit Nürnberg, der Stadt Nürnberg, anging und auch mit dem Spielzeugmuseum. Und es sieht so aus, dass in der Lösung, die wir dann entwickelt haben, das Archiv in Nürnberg eine eigenständige Forschungsinstitution ist, kein Appendix des Spielzeugmuseums, und dass die Messe eben einen namhaften Betrag jährlich für den Unterhalt zur Verfügung stellt. Und auch Räumlichkeiten geschaffen wurden, die also
exzeptionell. Davon träume ich noch. Mir sollte man das heute noch mal bieten. Wann ist denn das Spielerarchiv nach Nürnberg umgezogen und wie darf man sich das vorstellen? Kommen da Möbelpacker und man packt die Spiele auf eine Europalette oder packt man die in seidene Watte, in Kisten ganz vorsichtig? Sie haben das so umfassend beschrieben, ich brauche es gar nicht mehr zu wiederholen. Die Verpackung, das war schon ein Urerlebnis. Ich kann es euch sagen, es sind ein Umzugsunternehmen hier, das Drogensüchtige und Alkoholsüchtige in Arbeit bringen. Und die Jungs, die haben so toll gearbeitet. Ich habe also den ersten Umzug mit denen schon gemacht, von hier unten in die Oberstadt, in die neuen Räume oben. Da hatten wir so rund 900 Quadratmeter insgesamt mit dem Lager hier unten. Und die haben da fantastisch gearbeitet. Und die sind auch mit dem Zeug sehr sensibel umgegangen. Denn es sind so Hohlkörper und so weiter, die kann man nicht grenzenlos belasten, Spiele nicht. Und das hier jetzt war nicht qualitativ gemeint, sondern von der Struktur her, von der Bauweise her. Und da musste man schon sehr sensibel sein. Und ja, ich hatte ja auch noch eine breite Sammlung von elektronikgesteuerten, chipgesteuerten Spiele, also Atari-Abkömmlinge und so weiter. Und ich habe ja damals die erste Phase der elektronischen Spiele, hatte ich ja keine Hemmung, die habe ich auch so dokumentiert. Habe dann von Commodore eine Commodore 64 bekommen und aufsteigend dann nachher die höheren Weihen der größeren Computerproduktion bei Commodore, die haben sich auch dann langsam nach oben bewegt. Und das war schon für mich faszinierend. Nur bis dann sozusagen die Chipqualität, die Kapazitäten, neue Spielideen ermöglichen. Aber das ist ein bisschen tote Hose für 2-3 Jahre und da bin ich dann noch ausgestiegen. Ich habe es nachher bereut. Aber zurück zum Spielerarchiv. Hm? Was war das denn dann für ein Gefühl, als der letzte LKW hier weggefahren ist? Habe ich da ein Gefühl entwickelt, als der letzte LKW weggefahren ist? Ich weiß es nicht. Ich war schon eigentlich erleichtert. Nun ging das auch über einen langen Zeitraum. Es waren ja nicht nur die Spiele als solche, ja, sondern es war auch die Computer, die Hardware und so weiter, nicht Software, und auch die teilweise die Hardware, die dann auch übernommen werden musste, eingewiesen werden musste und so weiter. Also das zog sich schon über mindestens ein halbes Jahr hin. Und dann waren ja die finanziellen Verhandlungen ja auch so, denn ich musste darauf bestehen, ich wollte ja weitermachen mit dem Spielebrücke hier, brauchte dafür auch wieder Geld. Es ist nicht so, dass der Tole immer dann so geldgierig war, wie manche Leute das dargestellt haben. Es ist mir auch wurscht, wie sie es darstellen. Ich kann nachweisen, dass ich das auch wieder recycelt habe. Aber wir mussten uns da auch, haben verhandelt und so weiter, auch hart verhandelt. Aber es ist etwas im Fluss gekommen, sodass ich also heute auch gern gesehener Gast in Nürnberg bin, dass ich mit den Mitarbeitern dort ein Top-Arbeitsverhältnis habe, mit gegenseitigem Geben und Nehmen und hier auch wieder mehrere Container mit Spielen bereitstehen, um die Sammlung in Nürnberg zu ergänzen. Meine Idealvorstellung wäre, so in 2-3 Jahren dann auch diese Spielebrücke dann nach Nürnberg zu transferieren, aber das wird noch ein bisschen dauern. Vorher will ich noch ein bisschen spielen und Spielberatung auch machen. Sind Sie denn jetzt froh, dass in Nürnberg Ihr Lebenswerk für die Zukunft erstmal scheinbar gesichert ist? Es ist, denke ich, nicht nur scheinbar gesichert, denn es ist lebendig, es lebt, es ist erfolgreich und es wächst. Also es jetzt aufzulösen in ein Nichts, dürfte verdammt schwer sein. Und es nimmt auch Aufgaben wahr, bei der ich gerne und viel lieber auch Spiel des Jahres dabei gehabt hätte. Ich
bin zufrieden insofern, als das Archiv jetzt ist als mein fünftes Kind, das dann in guten Händen ist. Und ich fühl mich jetzt auch noch weiter gesichert insofern, als die jetzige Leiterin des Archivs eine ehemalige Studentin war. Und das ist so, da ist es in guten Händen. Was würden Sie sich denn für die Zukunft des Archivs wünschen? Für die Zukunft des Spielarchivs wünsche ich mir erst einmal, dass es weiter bestehen bleibt, dass es weiterhin die finanziellen Segnungen, die Kooperation mit der Spielwarenmesse genießen kann. Dann aber auch, dass die Erfassungsarbeiten ein Ende finden. Das steht allerdings für die nächsten 2-3 Jahre, dafür habe ich gesorgt, mit meinen Sammlungen noch nicht zu befürchten, aber dass dann auch der Übergang gefunden wird von der Archivierung und der Sicherung des Archivgutes hin zu Aktivitäten im breiten Raum und jetzt auch über Sammlerseen und so weiter hinaus wieder mit solchen spielpädagogischen Ambitionen, wie ich sie damals auch auf der Basis dieses Instruments Spielearchiv gefahren habe. Denn das ist immer die Gefahr eines Museums und eines Archivs, dass sie dann sozusagen in Selbstbefriedigung endet und dann sich wundert, warum keine Akzeptanz im breiten Publikum ist, auch was Finanzierung angeht, sondern man sollte dann auch nach außen hin wirksam sein, auch im Interesse des Spiels. Machen Sie sich denn Sorgen um die Zukunft der Brettspiele, gerade im Hinblick auf die zunehmende Vielfalt oder Verbreitung der Videospiele? Ich bin, was die Verbreitung von Brettspielen und die Verbreitung von Videospielen angeht, bin ich eigentlich ganz optimistisch. Das Buch hat man ja auch schon seit Jahrzehnten totgesagt. Und jedes Jahr gibt es eine Buchmesse mit neuen Rekorden, was Neuerscheinungen angeht. Ganz so schlimm ist es beim Spielen nicht, aber es ist so, dass wir eine Entwicklung haben bei den computergesteuerten Spielen, die eigentlich notwendig war, die ich auch immer propagiert habe. Es gibt auch da Publikationen von mir. Auf der anderen Seite gibt es Schnittmengen und das macht mir dann auch mächtig Spaß. Und da hätte man auch sozusagen einen Ansatz, Spiele in der Form der Brettspiele in der Diskussion zu halten. Auf der Messe in Leipzig, wo es eigentlich nur um Computerspiele ging, wurde ein Tisch in dem Eingangsbereich sehr exponiert mit den Siedler von Catan angeboten. Wobei dann die Freaks vorbeigingen, lange Hälse machten und sagten, oh, boah, ey, guck mal, das gibt's ja jetzt auch als Brettspiel. Und da wurden sie aufgeklärt, dass das Brettspiel schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und älter ist als die Computerversionen und so weiter. So, das war erstmal, da mussten, haben sie erstmal geschluckt. Und ein paar Leute waren auch bereit, sich an den Tisch zu setzen und mitzuspielen. Und hinterher meinten sie sehr nachdenklich, oh ja, boy, das kann man auch als Brettspiel, das macht auch Laune als Brettspiel. Das sollte man ansetzen, finde ich. Also nicht jetzt dieses, wiederum nicht diese Separierung. Ja, Spielerspiel und Kennerspiel oder was auch immer. Ja, dieses Bündelbilden, sondern Brücken schlagen. Deshalb auch der Begriff Spielebrücke bei mir. Das heißt also, ja, auch mal Anregungen, das gibt es ja auch schon, für Brettspiele aus den Computerspielen ziehen und umgekehrt. Einfach einen Transfer zu schaffen. Und viele Spieler sind da auch noch zu gewinnen, die eingefleischte Gänsefüßchen Computerspieler sind, die aber durchaus auch gerne mal im Brettspiel spielen mit Leuten, die präsent sind, die am Tisch sitzen, wo sie ein Gemeinschaftserlebnis haben, wo sie Mitspieler haben, die sie auch vor Ort ärgern können und deren Reaktionen ich sehen kann, wenn sie rausgeschmissen werden und ich dann Triumphgeheul anstimmen kann. Vom Computer habe ich das auch gemacht, ja, aber so richtig befriedigend war das eigentlich nie.
selten. Ja. Die Digitalisierung verändert ja nicht nur die Spiele, sondern verändert auch die Medien und damit auch die Spielerezensionen. Immer mehr Spielerezensionen werden im Internet veröffentlicht, entweder auf speziellen Blogs oder auf YouTube. Wie finden Sie das? Gut, ist richtig. Also wenn ich da heute noch aktiv wäre, ich habe ja meinen Schwanengesang im vorigen Jahr abgeladen, habe ich also meinen Schwanengesang drüber geschrieben und habe mich von meinen Lesern verabschiedet. Es war rührend, wie viele Zuschriften ich da bekommen habe. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich so beliebt war. Es hat mir aber auch gut getan, so posthum. Ich habe dann unten drunter geendet. Ich bin jetzt mal weg. Ich bin jetzt in Ägypten und versuche mit den Pharaonen zu spielen und den Pharaoninnen zu spielen. Und damit habe ich also diese Karriere abgeschlossen. Aber ich wäre sicherlich heute auch in diesen Medien. Ich bin ja Medienwissenschaftler. Also insofern wäre es dumm und was ich. Also es ist völlig außerhalb meiner Vorstellung. Warum nicht? Ist es ein Problem oder ist es ein Vorteil, dass im Internet jeder rezensieren kann? Es ist ein Problem und es ist nicht unbedingt ein Vorteil. Es ist ein Problem, weil bei solchen Eigenproduktionen sehr oft die Selbstkontrolle fehlt. Wenn das Leute sind, die die haben, ist das okay. Aber auch manchmal wird ein derartiger Unsinn da verbreitet. Ich meine, es ist ja nicht, dass ich da die Augen zumache, dass ich denke, warum, da können Sie bei mir schon recherchieren. Und da fiel die Möglichkeit der Recherche in einem Kompetenzzentrum. Auch überhaupt die Fähigkeit oder überhaupt der Gedanke, dass man so etwas nicht nur in die Welt hinaus posaunt und trötet, sondern dass man das erstmal abklopft. Ist das so wirklich, wie ich es gedacht habe oder so etwas? Also da auch mehr Selbstkontrolle. Aber das ist eine Aufgabe der Medien immer, ob das nun AV-Medien oder sonstige Medien sind. Es ist für mich auch eine Frage, inwieweit solche Geschichten auch Gespräche eröffnen, Nachhaltigkeit haben. Da hat sich ja vieles geändert. Früher war es so, was in den Medien gelaufen ist, war einfach durchgerauscht. Ja? Also ich traf Bekannte in der Stadt. Oh, du warst ja wieder im Fernsehen. Und da habe ich mir so die Rückfrage erlaubt. Sag mal, worum ging es denn da? Weißt du das noch? Nee, das weiß ich nicht, aber ich weiß genau, du warst im Fernsehen. Ich habe dich genau gesehen. Da habe ich mir auch gedacht, wie rauscht das an den Leuten vorbei, nicht? Bei Eugen Oker war es ein bisschen was anderes durch sein Temperament. Den hat man nicht vergessen, wenn der sich da so geoutet hat. Ne? Aber sonst geht vieles einfach durch den Wind und ist weg. Und das finde ich schade. Also mir ist es passiert, auf dem Weg zur Operation, zu einer Gallenoperation, dass die Stationsärztin mir im Aufzug neu erklärt hat, also sie würden meine Rezensionen und die von meinem Kollegen Wehnert dann ausschneiden und hätten so einen Ordner, wo die alle aufgehoben werden. Und wenn die Kinder ein neues Spiel haben wollten, dann würden man dann abstimmen im Familienrat und anhand der Rezensionen, dann würden sie das Spiel kaufen. Dann konnte ich das Kompliment im Moment nicht genießen, weil ich auf dem Wege zum OP war. Ich habe mir überlegt, wollte die dir ja noch was Nettes sagen, ja? Bei meinem zu befürchtenden Exit. Aber es ist schon so, dass diese Printmedien dann auch wieder auf der anderen Seite ein Plus haben, was die Nachhaltigkeit angeht. Obwohl es ja jetzt gerade im Internet auch so ist, dass da ja, sehr natürlich viel archiviert wird und man sagt ja so schön, das Internet vergisst nie und findet ja auch zu alten Spielen ganz viele Rezensionen. Ja, natürlich. Das hatte ich ja wohl schon angedeutet, dass das jetzt nicht mehr so ist, Gott sei Dank. Ja, aber da habe ich als Medienwissenschaftler gar keine. Nee, also ich war, wie gesagt, auch einer der Ersten, der die Hilfe eines Computers im Institut in Anspruch genommen habe, wo dann die Hochschullehrer sich gewundert haben, wo denn meine Schreibmaschine geblieben wäre. Ja, die war eben nebenan und druckte da so in dem anderen Schrank. Ne? Und da war ich einer der Ersten bei den Geisteswissenschaften, den Computer eingesetzt hat. Also, da habe ich keine Berührungsangst. Ne. Sie waren ja auch Gründungsmitglied von der Jury Spiel des Jahres. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Entwicklung, die die Jury inzwischen so genommen hat? Die Frage überfordert mich ein klein bisschen. Insofern, als ich in den letzten Jahren
doch andere Sorgen hatte und zunehmend eine Distanz zu den Ergebnissen der Beratung und so weiter. Mir fehlen die Einzelheiten. Also da würde ich so über Dinge reden, von denen ich wahrscheinlich noch nicht mal eine Ahnung habe, aber ich hoffe und nehme an, dass das Handwerk nach wie vor stimmt. Und ja, manche Entscheidungen, das entnehme ich dann hier so Diskussionen am Spieltisch, die wecken Begeisterung und andere, die wecken Zweifel. Aber das war ja eigentlich schon immer so. Finden Sie es gut, dass es einen dritten Preis gibt, das Kennerspiel des Jahres? Ja, da habe ich mal das hängt aber damit zusammen, dass ich eigentlich das nicht gut finde, wenn man zu sehr segmentiert. Das haben wir früher bei den Altersangaben und so weiter, die wir diskutiert haben. Da gibt es andere Wege, aber das Kennerspiel, das ist mal schon, die brauchen auch letzten Endes, wir haben ja den Preis gegründet, um Otto Normalverbraucher zum Spiel zu bekehren. Kennerspiele brauchen so einen Preis nicht. Die wissen das eh schon besser. Und die sind eh schon, die brauche ich ja nicht zu missionieren, die sind ja eh schon Freaks. Warum soll ich den Freaks dann nochmal als Außenstehender, dann sollen die Freaks ihren Freakpreis selber machen. Ohne weiteres, gut. Ja, aber bei einem Familienspiel, so ein Segment Kennerspiel, kann man darüber diskutieren. Ja. Aber sollte man auch diskutieren, aber das muss sich bewähren und man sieht es dann. Was ja auch vergleichsweise neu ist, ist, dass es Fördergelder gibt von der Jury für unterschiedliche Spieleprojekte, wo sich ja jeder bewerben kann. Freut Sie das, dass die Jury inzwischen auch die Spielkultur in Deutschland fördert? Man sollte das zunächst einmal kritisch beobachten, die nächsten Jahre, was so zwischen Pakistan und München oder sonst wo bewegt. Das sollte man erst mal sehen, dass man das über einen längeren Zeitraum verfolgt. Ist das System drin? Wie findet man ein System? Wie findet man die Investierung und ist sie durch Bewerbung gesteuert oder auch dadurch, dass man Aktivitäten, die man für nützlich und notwendig hält, dann auch selber kreiert und anstößt. Zum Beispiel die Gründung eines Spielarchivs. Sie haben in einem Interview irgendwann mal gesagt, dass Ihre Lieblingsspiele Doppelkopf und Halma sind. Halma haben wir jetzt schon gehört. Warum das so eine schöne, positive Erinnerung hat, warum ein Doppelkopf? Ja, Doppelkopf ist ein Spiel, wo ich schon mal einen Mitspieler mehr habe als beim Skat, wo ich sehr unterschiedliche Partien habe. Man spielt so vor sich hin und regeneriert und plötzlich sagt einer 30 an. Contra, Reh, Sub und Hirsch haben wir gespielt. Und eines der denkwürdigsten Spiele, die ich erlebt habe, der hatte hoch in die 29,5, aber keine 30. Hat die Karten an die Wand geschmissen und war nicht mehr gesehen. Der hat auch Doppelkopf eigentlich 2 Monate nicht mehr gespielt. Und das war so ein Erlebnis, wo wir unterm Tisch lagen und uns gefreut haben. Und das sind so Erlebnisse, ja, die verbindet. Aber auch das andere, dieser Mix, das ist ja auch wieder so ein Spiel, bei dem man rauskriegen muss, mit wem spiele ich eigentlich. Ja, der Spieler ist für mich immer auch wichtig zum Spiel. Und deshalb kann ich auch Spiele nicht rezensieren, wie ich ein Buch rezensiere. Das kann ich zweimal lesen, dreimal lesen. Beim Spiel mache ich plötzlich die Erfahrung, ja, in einer Runde geht's und in der nächsten Runde geht's plötzlich nicht. Und warum das? Da braucht nur einer. Ich habe auch die Testgruppen, die gestandene Verlage hatten ja dann ihre Testgruppen und haben dann sich darauf berufen, wir haben Testgruppen und da ist dieses Spiel Hase und Igel abgelehnt worden oder so etwas. Oder nee, Siedler von Catan war das, Entschuldigung. Ist in einem der früher führenden Spieleverlage abgelehnt worden, weil mit der Begründung, Testgruppen haben es abgelehnt. Da kriege ich die Krise. Da habe ich also meine schwersten Bedenken, denn da sind 11 Leute, denen ich eine Funktion gebe. Nehmen wir mal 11, kann doch 20 sein, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber eine
engere Runde, die dann, den man Bewertungsbogen gibt, den man Funktionen gibt, Entscheidungskompetenz zumisst und so weiter. Und schon spielen die nicht mehr richtig. Mir hat das imponiert, da war ein Spielelektor, der hier oft bei uns Spieleentwürfe auf den Tisch gelegt hat und dann sein Pfeifchen gestopft hat und sich an den Nachbartisch gesetzt hat und keinen Pups beigetragen hat. Die mussten sich das Spiel selbst erarbeiten, sie mussten, er hat das nur beobachtet von der Distanz her. Roland Siegers war das. Sein Name darf oft durchaus genannt werden, hat selbst Spiele erwonnen. Und ich fand das so toll, dass ich auch mit ihm dann drüber gesprochen habe. Wie kamst du auf die Idee? Er sagte, ich beeinflusse das Spiel schon wieder, wenn ich am Tisch sitze. Und deshalb setze ich mich an den Nebentisch. Und dann sehe ich, wächst diese Spielegruppe zu einer homogenen Spieleinheit zusammen. Oder hampelt einer und ist nicht dabei. Oder geht das Spiel in der ganzen Runde nicht los oder was auch immer. Und dann gibt es bestimmte Punkte, das vergleiche ich dann mit anderen Orten, wo ich das Spiel teste. Dann kann ich mir vornehmen, die Spielregel zu verändern und an den Punkten dann wieder einzugreifen. Und das ist das. Das ist genau das, was ich jetzt immer propagiere. Die Menschen sind mindestens genauso wichtig beim Spiel wie die Schacht. Sie haben ja für Ihr Engagement für die Spiele und die Spielkultur in Deutschland auch den Bundesverdienstorden bekommen. Welche Bedeutung hat das für Sie? Oh, heute oder gestern? Sowohl als auch. Nein, der Bundesverdienstorden war mir hilfreich bei der Arbeit, genauso wie andere Auszeichnungen. Wir waren ja auch Ort im Land der Ideen und so weiter. Wir haben also mehrere Auszeichnungen als Archiv bekommen. Ich muss das mal gerade hängen, mir ist das gerade aufgefallen. Nicht? Das ist also die Auszeichnung für den Preis in Bonn, Berlin. Das sind Sachen, die die Arbeit bestätigen, die aber auch hilfreich sind, wieder bei dem Einsatz für das Spiel. Ja. Aber ansonsten, das brauche ich eigentlich nicht. Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden, ich bin mit meinen Kindern zufrieden, ich bin auch mit dem Archiv zufrieden, das ich hier aufgebaut habe. Und ich nehme das als Instrument. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist so. Sie wollten ja eine ehrliche Antwort.